Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder Cleaning oder so. Heute geht's dabei. Aber nicht so, wie du jetzt gerade vielleicht denkst. Nein, heute machen wir mal so richtig professional und gleichzeitig total bequem Camper Clean. Ich liebe ihn. Du auch? Ja, komm, wir gucken mal drauf. Puff. So, machen wir uns mal nichts vor. Also, ich glaube, Camper Clean, wenn du jetzt gerade fragst dich selbst, was ist das? Das sind diese komischen Automaten, die den Locus wieder sauber machen, also zumindest die Kassettentoilette. Vergöttert und verteufelt, ja, je nach Sichtweise. Ich für mich bin ja bekennender, ich sag mal, ressourcenschonender Mensch. So. Bedeutet, bevor ich das Ding so wegkippe, wie man es halt normalerweise macht, weil wir nutzen das Ding ja auch. Ich meine, dafür wird das ja irgendwann mal reingebaut und ich habe es ja mit bezahlt damals, also muss man das ja nutzen, ist ja ganz logisch. Kostet 2 Euro, dieser Automat. Und da werden ganz oft Diskussionen laut. Ui, kann man doch auch. Kann ja jeder machen, wie er will. Ey, ganz im Ernst, manchmal würde ich sogar einen Fünfer bezahlen, wenn es mal sich so richtig gelohnt hat. In diesem Video nehme ich dich mal mit auf so eine kleine Reise zum Camper Clean, weil, und das kommt immer wieder bei uns in der Facebook-Gruppe vor, da kommen Fragen auf, ja, was macht der, wie geht der, was kann der? Und dann dachte ich mir, ach komm, machen wir mal ein schnelles Video. Also, easy. Ganz am Anfang holst du die Kassette klack, klack heraus. Natürlich, wie immer, weil du kannst den Automaten nicht hierher ziehen, dafür ist der einfach zu schwer. Übrigens achte drinnen drauf, dass der Schieber zu ist, weil sonst wird das rausziehen. A, schwer und B, im Zweifelsfall auch eine ganz schöne Sauerei. So, dann holen wir den Kollegen hier mal raus. Oh, habe auch extra letzte Woche noch drinnen durchgefeudelt. Das muss man übrigens auch manchmal machen. Aber das ist ein anderes Thema. Pass auf, jetzt gehen wir mal vor zum Automaten. Nehme ich mal 2 Eudos mit. Die brauche ich nämlich. Und dann schauen wir uns den Automaten mal an. Alles klar, bist dabei? Na dann komm. Da ist er. Entleer- und Reinigungsstation für Toilettenkassetten. Und schön auch der Slogan Pure and Simple. Ey, Pure and Simple. Pff, so ein bisschen wie ich, oder? Bin ja auch mehr so simple. Pass auf, jetzt zeige ich dir das Gerät erstmal und dann walten wir mal und schalten wir mal und gehen ran ans Objekt. Pass auf, als allererstes schmeißt du gleich dann, wenn wir soweit sind, die 2 Eudos rein. Es gibt sogar mittlerweile welche, die kosten nur 1 Euro. Ich habe mich gestern mit dem Platzbetreiber unterhalten, der hat mir erzählt, also der hat den gekauft, der ist nicht irgendwie gemietet oder so. Der hat mir erzählt, was das Ding kostet. Da musst du oft Klo sauber machen, dass der das Ding zumindest erstmal wieder drin hat. Kriegst du einen Mittelklassewagen für, einen kleinen, also nicht mittel, aber so ein kleines Auto kriegst du dafür schon. Steht hier, ohne Reifen. So, pass auf, als allererst natürlich die Frage, was für Kassettentoiletten passen denn da rein? Das ist zum einen bebildert und dann auch noch mit den entsprechenden, Typenbezeichnungen angegeben. Das heißt, das kriegt man, glaube ich, hin. Wenn du was anderes hast, dann hast du halt Pech gehabt, dann musst du herkömmlich wegkippen. So, dann, pass auf, schmeißt das Geld rein, drückst hier auf, was für ein Klo habe ich hier. Das ist meine, nämlich die oder die, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber die sieht zumindest so aus. Und dann drückst du auf Start. Das ist total wichtig. Dann, und das ist so die einzige Sache, da musst du das Ding ja dann trotzdem angefasst haben, ziehst du hier vorne diesen Penüpsel raus, das zeige ich dir gleich an meiner. Dann ist hier derweil schon die Klappe hochgegangen, schiebst das Ding rein und drückst dann nochmal auf Start. Und dann gibst du dem Gerät so ein paar Minütchen. Wir wollen mal gucken, wie lange das genau dauert. Ich werde mal die Zeit stoppen. Und dann passiert etwas. Dann saugt der zum einen erstmal die ganze Gülle aus deiner Kassette raus. Das finde ich ja schon mal ganz grandios. Dann spült er die durch und dann kommt der einzige Punkt, wo ich sage, naja, nun denn, macht der schon wieder ein neues Mittelgreen. Das Camper Clean Micro Green. Das ist so was, so ohne Chemiekeule. Ich bin ehrlich, ich mache immer noch ein bisschen Aqua Chem Blue hinten dran. Nee, weil dann bin ich auf Nummer sicher. Aber pass auf, jetzt fangen wir erstmal an. Jetzt machen wir erstmal hier zack, bums, mal ein bisschen runterstellen. Machen wir erstmal das Teil auf. Und zwar so, wie es hier auf Bild Nummer 4 vorgegeben ist. Stellen wir sie zu hin. Pass auf, damit ich nicht doof mache. Ich drücke hier an der Seite drauf und dann kann ich hier aufziehen. So. Und das ist alles. Mehr muss ich jetzt nicht machen. Jetzt, pass auf, jetzt hole ich dich wieder dabei. Es wird wieder so total hier mit viel Bewegung. 2 Euro. Weiß ich nicht, Start.
Hat er nicht, geht ja weiter. Herr Günther wieder zu blöd. Jetzt muss ich wählen. Die hier. Leuchtet? Leuchtet nicht. Nochmal. Start. Jetzt geht auf. Das ist a Magic. So ein bisschen wie damals. Ich nehme Tor 3. Was war denn das? So eine komische Sendung, oder? Und dann schieben wir den mit dem nach vorne hinein. Willst du mal reingucken? Pass auf, ich zeige dir mal schnell. Jetzt hoffe ich, dass es nicht wieder zugeht. Guck, so sieht das da drin aus. Also eigentlich ziemlich unspektakulär. Riecht auch gut. Ist auch schon relativ voll. Schiebst du einfach rein. Kann man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Und zwar bis geht nicht mehr. So weit habe ich sie jetzt reingeschoben. Zeige ich dir auch. Alter, geht nicht. Und drücke nochmal auf Start. Start ist so der berühmteste Knopf. Hervorragend. Jetzt geht's zu. Jetzt, pass auf. Jetzt machen wir mal die Uhr an. Kommt schon der nächste Kollege, der das sauber machen will. Bin mal gespannt. Chakalaka, chakalaka. Das läuft die schon. Schnell, Stoppuhr. Start. Zeitraffer. Jetzt tut sich langsam wieder was. Also es tat sich die ganze Zeit was. 2,20 jetzt. Und geht auf. 2,20. Ratzifatzi, was auch mal hier aus. Ist das da drin? Ist mal so die Frage, ne? Vielleicht liegt jetzt ein Geldschein dabei oder ein Scheck oder was. Nee, tut es natürlich nicht. Pass auf, jetzt hole ich die mal raus. Pass auf, jetzt stelle ich die mal kurz hin. Nicht wieder zugehen, Digga. Ah. Oh. So. Jetzt hat er den, so kam er da raus. Jetzt kannst du da reingucken, das ist nicht so lecker. Achtung, urgent. Aber wenn du reinguckst, siehst du, also die ist echt ordentlich sauber geworden. Also ich meine, die ist jetzt auch schon 8 Jahre alt und heavy used. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Die riecht auch nicht mehr. Also was er nicht macht, er putzt sie nicht außen. Ist ja ganz klar, sondern nur innen. Und dann machst du Folgendes und schiebst du den wieder zurück. Den wieder bis Anschlag und fertig. Machst es wieder in deinen, da beim Wohnwagen drin. Und dann kann es freudig weitergehen. Also ganz im Ernst, ich finde diese Automaten ganz cool. Wenn es jetzt nur noch umgeht, weiß ich nicht, mal so ein bisschen Pipi wegzukippen, dann kriegst du auch ohnehin. Aber wenn du sagst, also das ist jetzt hier so nicht die größte und schönste Tätigkeit, die ich in meinem Campingurlaub durchführen möchte, weil steht es mir auch regelmäßig hier, Melli kann ein Lied von singen. Oh. Also wie gesagt, manchmal würde ich da auch einen Fünfer reinschmeißen. So, und jetzt hast du eigentlich gesehen, wie das funktioniert. 2:20 oder was das war, insgesamt mit Geld reinschmeißen und tippen bis über 3 Minuten. Total entspannt, Camper clean. Wenn ihr auch seid, habt ihr ganz gut erfunden. Teuer ist ja der Automat, da war ich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Hier musst du aufpassen. Hier war keine Lichtschranke drin. Ging wieder zu, als es noch drin ist. Das ist komisch. Da müsste man vielleicht noch nachbessern. Kleiner Tipp. Und Videos und Onlineshop unter camperclean.de. Wenn du dir so ein Ding zu Hause in den Garten stellen willst, kannst du da wahrscheinlich mal gucken. Ansonsten, vielleicht hat es ja mit diesem Video auch schon gereicht. Und deswegen sage ich, ey, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das kleine, wir machen mal investigativen Journalismus-Video. Und jetzt bin ich weg und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ich bin weg, euer Stefan. Tschüss.